Hallo zusammen, wir begrüßen euch. Wir sind Monika und Rico. Hallo Monika. Hallo. Wir begrüßen euch zum Helio Sport mit Herz. In der heutigen Zeit, in dieser schweren Phase für uns alle, ist es wichtig, gesund zu bleiben. Dafür gehört eine gute Ernährung, ein wenig Sport treiben dazu. Dazu wollen wir euch ein bisschen animieren. Wir machen ein paar kleine sportliche Übungen, die ihr zu Hause selbst gestalten könnt, mit denen ihr hoffentlich Spaß habt. Und ja, ich würde sagen, wir brauchen heute einen Stuhl, zwei Flaschen. Und wollen wir das holen gehen, Monika? Wir gehen los. So, wir haben unseren Stuhl, wir haben unsere Flasche. Als erstes wollen wir ein wenig Gleichgewicht machen zum Thema Einbeinstand. Ja, sehr, sehr wichtig im Alltag, das zu trainieren, um einfach eine gewisse Gehsicherheit zu haben, Sturzprophylaxe, aber auch erleichtert es das ganze Leben, wenn man stabil durchs Leben geht. Wir nehmen unsere Flaschen. Stellen diese Flaschen hintereinander, etwa 2 Fuß breit Abstand. Stellen uns dann mit dem rechten Bein vor die erste Flasche. Erste Aufgabe, wir versuchen, das linke Bein über die Flasche herüber zu heben und vor der Flasche und hinter der Flasche aufzutippen. So wie es geht, langsam gleichmäßig, schön aufrecht bleiben, Oberkörper. Als kleiner Hinweis, immer gut beim Koordinativen, sich einen festen Punkt zu suchen, auf den man sich konzentriert. Dreimal vor und zurück. Noch einmal. Und wir wechseln. Wir gehen auf die linke Seite von der vorderen Flasche. Gleiche Aufgabe mit dem rechten Bein. Auch hier wieder vor und hinter der Flasche auftippen. Versuchen, den Fuß über die Flasche rüberzuheben. Aufpassen, nicht ins Hohlkreuz fallen, also nicht mit dem Oberkörper nach hinten gehen, sondern schön aufrecht über dem Standbein. Bei wem das sehr gut klappt, kann auch das Bein versuchen, vor und zurück zu führen, ohne abzusetzen. Noch dreimal. Noch 2. Noch einmal. Und Pause. Wieder ein wenig lockern. Wir stellen uns wieder rechts von der Flasche. Das rechte Bein neben der ersten Flasche. Aufgabe, wir versuchen jetzt das linke Bein seitlich nach außen über die Flasche zu führen, dann zwischen Flasche und Standbein wieder zurück. Der Körperschwerpunkt bleibt über dem rechten Standbein. Wieder versuchen, über die Flasche rüber sich konzentrieren. Bei wem es wieder sehr gut klappt, kann auch das Ganze ohne Absetzen machen, so wie es bei jedem möglich ist. Noch dreimal. Noch 2. Noch ein und Pause. Auch hier natürlich die zweite Seite. Stellen uns mit dem linken Standbein links neben die Flasche. Rechtes Bein nach außen führen. Zurück zur Mitte zwischen Standbein und Flasche. Geht das, Monika? Du hast auch heimlich zu Hause geübt, oder? Und auch hier wieder ohne Auftippen. Wer es vom Gleichgewicht her kriegt, sonst gerne natürlich. Jeder in seinem eigenen Tempo. Wenn ich das Ganze etwas langsamer mache, ist das auch kein Problem. Noch 3. Noch 2. Noch einmal und wieder locker. Wollen wir das Ganze ein klein wenig schwieriger machen? Wir stellen uns mittig zwischen beide Flaschen, das rechte Bein rechts neben die Flasche. Aufgabe, wir versuchen mit dem linken Bein um die vordere und hintere Flasche eine 8 zu beschreiben. So, möglichst eine 8, keine 0, keine 4. So wie es geht bei jedem, auch hier schön konzentriert. Wenn ihr es nicht schafft, gerne zwischendurch immer absetzen, so wie es möglich ist. Noch 3 Achten. Noch 2. Noch eine. Und wieder kurz lockern. Geht's noch, Monika? Können wir noch das andere Bein machen? Sehr schön. Dann. Sonst wären wir schief, dann wären wir hangen. So, linkes Bein links neben den Flaschen und jetzt mit dem rechten Bein eine 8 beschreiben. Sieht aber gut aus. Wie
gesagt, jeder in seinem Tempo. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne zwischendurch die Fußspitze auftippen, so wie es möglich ist, aber immer wieder versuchen, so lange wie möglich die 8 zu beschreiben, ohne abzusetzen. Noch dreimal. Ja, das passiert. Noch zwei. Und letzte und Pause. Gut, Monika, ich denke, jetzt sind wir erwärmt, haben ein bisschen Gleichgewichtstraining gemacht. Wollen wir so ein bisschen Kraftausdauertraining gehen, kleine Übungen, kleines Workout dazu, um alle Muskelgruppen im Körper zu trainieren. Ich werde immer ein paar Hinweise geben. Wenn du nett bist, würdest du die Übung immer vorzeigen. Ich werde immer auch ein bisschen mitmachen, damit ihr da draußen auch seht, was ist wichtig und wie soll das Ganze am Ende aussehen. Ich würde anfangen. Würde sagen, fang an mit einer ganz normalen Kniebeuge. Wir stellen die Füße etwa hüftbreit auseinander, nehmen die Arme nach vorne. Aus dieser Position beugen wir langsam die Beine und strecken sie wieder. Schön langsam, gleichmäßig. Sucht euch bitte einen festen Punkt, auf den ihr euch vorne konzentriert. Was ist wichtig bei der Übung? Fersen bleiben am Boden. Das Gesäß geht nach hinten, nicht weiter als 90 Grad nach vorne. Versuchen, das Gesäß nach hinten zu schieben und nicht die Knie nach vorne. Arme bleiben vorne, um stabil im Oberkörper zu sein. Blick nach vorne. Leichtes Lächeln, Monika, noch. Sport macht Spaß. Ja, sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Ich werde mal die Übung noch ein wenig mitmachen. Schön aufpassen, dass die Knie nicht zusammengehen zum X-Bein oder zum O-Bein, sondern schön gleichmäßiger Abstand. Jeder in seinem Tempo. Ja, schön nach vorne schauen. Das sieht sehr gut aus, Monika. Jawohl. Noch dreimal, ohne schneller zu werden, Tempo beibehalten und noch einen letzten, den schaffst du noch, Monika. Sehr schön und Pause. Jawohl, sieht gut aus. Ihr könnt die Übung zu Hause machen, als unsere Empfehlung 3x 20 Wiederholungen, zwischendurch immer eine kleine Pause, so 30, 45 Sekunden. So, Monika, sehr schön, noch drei Stück, ohne langsamer zu werden. Ohne schneller zu werden. Jawohl, noch einen. Und sehr schön. Sehr gut. Also wie gesagt, die erste Übung war jetzt für hauptsächlich die Kräftigung der Beinmuskulatur. Wollen wir unsere Flaschen jetzt nehmen für die zweite Übung? Nehmen unsere Flaschen. Stellen uns etwa schulterbreit auseinander, beugen leicht die Beine. Schön den Bauchnabel einziehen, Gesäßbacken anspannen, Unterrückenmuskulatur anspannen. Nehmen die Flasche nach vorne, etwa auf Schulterhöhe. Aufgabe, wir senken die Flaschen langsam nach unten an, wieder anheben. Nach unten absenken, wieder anheben, schön langsam bis maximal Schulterhöhe. Ganz, ganz wichtig. Ihr seht vielleicht, meine Flaschen sind mit Wasser gefüllt, dementsprechend könnt ihr selbstständig entscheiden, wie schwer der Widerstand ist. Ja, noch einmal wichtig, Füße etwa schulterbreit auseinander, Beine leicht gebeugt. Den Bauch und die Rückenmuskulatur anspannen. Arme schön lang lassen, ruhig gleichmäßig ein- und ausatmen. Idealerweise mit der Einatmung die Arme absenken, mit der Ausatmung die Arme anheben. Jeder in seinem Rhythmus und in seinem Tempo. Geht's noch, Monika? Dann hast du auch die Lernflaschen genommen. Und noch drei Wiederholungen. Ja, sieht gut aus. Noch zwei. Schön stabil bleiben, lächeln. Noch einmal. Und sehr schön. Locker lassen. Das war eine Übung für die Armmuskulatur. Wollen wir nämlich den ganzen Körper trainieren? Wir machen eine kleine Cardio-Übung. In dem Sinne, wir laufen am Ort, nehmen die Flaschen weiter in unsere Hand und tun so, als wenn wir boxen würden. Heißt, die Arme nach vorne, auf dem Vorderfuß schön arbeiten, langsam beginnen. Wenn es gut läuft, dann das Tempo ein klein wenig steigern. Jeder so, wie er es sich zutraut. Wir versuchen, dieses Tempo eine Minute lang zu halten. Los geht's. Jawohl, Monika, sehr schön. Schön aufrecht bleiben, Füße ruhig ein bisschen mit abheben. Jawohl. Ein leichter Schritt, jeder in seinem Tempo. Ruhig gleichmäßig atmen. Festen Punkt suchen. Das sieht sehr gut aus. Ich mache mal wieder mit. Jawohl, sehr schön. Tempo halten, Hälfte der Zeit haben wir schon geschafft. Jawohl. Dann sollte das nach und nach sehr anstrengend werden. Das soll es auch sein. Jeder, wie gesagt, in seinem Tempo das, was möglich ist. Sehr gut. Noch 10 Sekunden. Jawohl, Monika, weiter, weiter. Noch 5, 4,
3, 2, 1 und Pause. Wieder alles etwas lockern, Arme, Beine lockern. Gut. Wollen wir den nächsten Muskulaturbereich uns zuwenden? Das Ganze soll es jetzt ein wenig um die Bauch- und Oberschenkelmuskulatur gehen. Wir setzen uns dafür auf den Stuhl. Setzen uns an die vordere Kante, nehmen die Arme seitlich. Aufgabe aus dieser Position. Wir heben im Wechsel das rechte, linke Knie nach oben hin an, setzen es wieder ab. Immer erst eine Seite, dann die zweite Seite. Bei wem das nun sehr einfach ist, kann auch versuchen, beide Beine gleichzeitig nach oben zu heben. Vorsichtig kurz auftippen. Wem das noch zu einfach ist, die ganze Übung ohne abzusetzen, die Füße zwischendurch. Monika, sehr schön. Wichtig ist, Schulterblättern leicht nach hinten, Oberkörper bleibt aufrecht. Das Atmen nicht vergessen. Jeder in seinem eigenen Tempo. Sehr schön. Versuchen das Ganze noch fünfmal. Noch vier. Sehr schön, atmen. Drei. Zwei. Schulterblätter nach hinten ziehen. Noch einmal. Und sehr schön. Sehr gut. Okay. Wollen wir eine letzte Kräftigungsübung nehmen? Dafür stehen wir wieder auf. Räumen unseren Stuhl ein wenig beiseite, damit er uns nicht stört. Nehmen unsere Flasche. Sehr gut. Nehmen die Arme wieder vor den Körper. Aufgabe im Wechsel. Schieben wir die rechten, linken Beine nach hinten. Strecken die Arme nach vorne. Dafür den Oberkörper leicht nach vorne. Beine nach hinten. Langsam beginnen. Schön stabil bleiben. Nach vorne schauen. Monika, nicht ganz so sehr mit dem Oberkörper mitgehen. Oberkörper ein bisschen aufrechter bleiben. Jawohl. Nicht ganz so weit nach vorne, aufrecht. Jawohl. Besser, sehr gut. So sieht das gut aus. Jetzt geht es um die Kräftigung der Rückenmuskulatur. Im Wesentlichen Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule. Sehr gut. Wieder schön aufrecht bleiben. Tempo ist sehr gut. Gar nicht schneller machen, damit die Veränderung im Oberkörper nicht zu stark werden. Und noch dreimal rechts, dreimal links. Jawohl. Noch zweimal auf beiden Seiten. Das sieht sehr gut aus. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Das soll unsere Übung zur Kraftausdauer sein. Wenn ihr möchtet oder euch gut fühlt, macht ihr die gleichen Übungen einfach jetzt noch einen zweiten Durchgang. Wer möchte, noch einen dritten Durchgang. Jeder so, wie er sich fühlt. Um die Stunde ein bisschen abzurunden, wollen wir noch eine kleine Dehnung machen. Und zwar stellen wir die Füße hintereinander in einer Schrittstellung auf. Versuchen, die Füße schön parallel gerade zu halten, auch besonders auf die hintere Ferse aufpassen. Wir lassen das hintere Bein gestreckt, Ferse am Boden, beugen das vordere Bein so lange, bis es hinten im linken Bein, in der Wade und leicht im Oberschenkel zieht. Oberkörper aufrecht in Verlängerung des hinteren Beines. Das Ganze halten. Bei wem es dann weniger zieht, einfach das vordere Bein noch ein wenig mehr beugen, ohne dass sich hinten die Ferse löst. Und vorsichtig lösen den Oberkörper. Jawohl, entlasten. Ein wenig ausschütteln. Und das Ganze andersherum. Linkes Bein steht vorne, rechtes Bein steht hinten. Beide Fußspitzen gerade nach vorne. Hinteres Bein ist gestreckt. Das vordere Bein so lange beugen, bis es in der rechten Wade und Oberschenkel leicht zieht. Dafür wichtig, Fersen am Boden halten. Oberkörper in Verlängerung des Rückens. Ruhig, gleichmäßig ein- und ausatmen. Vorsichtig, langsam lösen, alles ein wenig ausschütteln. Auch hier, wenn ihr möchtet, wiederholt das ein zweites, drittes Mal. Ungefähr 15 Sekunden die Position halten, dann vorsichtig lösen. Ja, Monika, das war's. Es hat mich gefreut, dass du das mit mir zusammen gemacht hast. Dann viel Spaß, eine schöne Woche.